Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 und einen kleinen Special Add-on für die Pro-Mods. Und zwar der Mittlere Osten. Meine Community hat mich schon ja des Öfteren die Tage jetzt gesagt, ey, pass auf Maximus, da ist was Neues rausgekommen. Guck dir das mal an. Die Pro-Mods wurde quasi erweitert mit dem Mittleren Osten, also Middle East Add-on. Und das wollte ich euch einfach mal ein bisschen zeigen. Wir sind gerade hier in Haifa. Ja, der Mittlere Osten ist quasi ein bisschen weiter weg als die Standardkarte. Und bevor wir hier anfangen, will ich noch mal ganz kurz was sagen. Die ganzen politischen Sachen, die dort unten sind, die sind jetzt außen vor. Wir haben jetzt die aktuelle Situation, die jetzt hier im Spiel abgebildet ist. Also falls sich da irgendwann mal was ändert oder der ein oder andere sich angegriffen fühlt, warum die Grenzen so sind, es sind jetzt so. Das wollten die Leute von der Promods auch nochmal explizit sagen. Wir haben 25 Städte, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Wir gehen auf die Map und ich sage jetzt schon mal Däumchen hoch an die Leute der Promods. Ja, wenn ihr das genauso seht, könnt ihr gerne unten auch ein Däumchen geben. Ja, würde sich der Maximus auf jeden Fall freuen. Ja, 25 neue Städte. Das sieht hier ein bisschen wirre aus, aber ich denke mal, das hat hier was mit der Karte hier zu tun. Wir sind hier gerade in Haifa, wollen dann Richtung, oh, sagen wir mal, Jerusalem mal fahren, sind 156 Kilometer. Dann geht es hier unten nach Ägypten. Und ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut, dass man hier in den Nahen Osten oder nach Afrika geht. Ist vielleicht auch der richtige Weg für die Leute der Promods, sich dort außerhalb von Europa noch ein bisschen zu etablieren. Weil was ist, wenn hier zum Beispiel alles überarbeitet wird, also hier das neue DLC, ne, Black Sea und dann der Balkan und irgendwann mal Spanien kommt und Portugal und hier oben noch alles. Ja, das ist ein enormer Aufwand für die Promods-Leute, denke ich, dass immer ja, mit zu implementieren. Und wenn man hier runter geht oder bezüglich Afrika oder noch, könnte gut aus einer Alternative werden. Natürlich würden wir uns freuen, wenn es hier auch weitergeht. Ne? Gerade will ich nochmal sagen, auf der A13, da liegt immer noch ein Schild. So, ja, den gehen wir einfach nochmal schnell zurück. Wir gehen aber nochmal auf den Frachtmarkt. Ja, weil ich will euch da gucken wir uns das einfach mal ein bisschen genauer an. Hier sieht man das nämlich, hier hat man Syrien, Irak, Saudi-Arabien, Ägypten, Israel, Jordanien, ihr Westjordanland und hier Zypern. Das ist jetzt hier, das ist die Größe, sonst könnte man in Zypern da nicht langfahren, darum sind die Punkte ein bisschen verschoben, ja. Sonst würde man in Zypern nicht richtig rumfahren können, wegen den Abmaßen. Vielleicht gibt es irgendwann mal die Möglichkeit, selbst von SCS, wenn man auf eine Karte geht, dass hier der Maßstab sich durch die Fährfahrt ein bisschen verändert dann auf einmal und man halt ein bisschen länger fahren kann. Aber ich glaube nicht, dass das so einfach umsetzbar ist. So, ja, ich gehe jetzt einfach mal rein. Und ja, nicht nur an die Promods-Leute, Dankeschön, sondern auch an meine Leute, die mich da nochmal informiert haben. Wir geben Edeltraut ein Küsschen, Katzenpaule schläft und dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Ich bin ja ein bisschen gespannt. Wir werden immer mal wieder nach außen schalten, um mal zu gucken. Ja, man kann mich auch gerne auslachen. Und dann fahren wir mal los. Mit anderen Maps kann es sein, dass es noch nicht kompatibel ist. Ich habe jetzt hier die Pro-Mods drin und für die aktuelle Version und wahrscheinlich höher muss man halt mal sehen. Und wir gucken uns an. Und wer selbst schon mal hier unten war, kann ja gerne hier versuchen oder mal reinschreiben. Ja, man merkt schon, dass man hier im Nahen Osten ist. Ich war selbst noch nicht in Haifa, also oder in Jerusalem. Man kennt ja nur die Bilder aus dem Fernsehen. Aber ich finde sowas echt genial. Also solche Add-ons für die Pro-Mods. Regionen abfahren, die wir so noch nicht kannten. Andere Kulturen lernen oder kennenlernen.
Ja, gut. Außer dass jetzt hier ein paar Palmen stehen und die Häuser. Kommt mir jetzt noch nicht so viel bekannt vor. Hier haben wir das schöne Meer. Und hier die arabische Schrift oder Schriftzeichen. Wir gucken jetzt mal auf die Schilder. Das ist ja dann so ein erster Blick. Ich erinnere mich noch ganz, ganz früher, ja, wo die TSM-Map noch da war. Ich weiß gar nicht, ob die noch großartig weiterentwickelt wird. Sie wurde irgendwie immer kleiner. Das habe ich jetzt, hat mir mal irgendeiner vor einem halben Jahr geschrieben. Keine Ahnung. Und die erste richtige Mod-Map war die TSM-Map, bevor ich mich verliebt habe in die Pro-Mods. Muss man ja wirklich mal so sagen. Hier im Winter hat's schön. Weil ich war immer so, ihr kennt das ja, ich habe lange gebraucht, um mit dem Lenkrad zu fahren. Weil ich immer gesagt habe, ach, das reicht schon. Und dann ging es ja auf die TSM-Map auch nach Afrika. Ich weiß es nicht, ob es auf meinem jetzigen Kanal irgendwas zu sehen ist oder es war auf meinem alten Kanal. Kann durchaus möglich sein. Ja, schön, schön, schön. Aber es war schon was Beeindruckendes. Es war jetzt nicht hochdetailliert, ja, wo ich die Berge hochgefahren bin. Wenn ich das jetzt angucken würde, uiuiui, würde ich sagen, naja, das sah ja nicht so dolle aus. Aber das Gefühl war da. Also hier fühle ich mich jetzt außerhalb der Stadt schon so, dass ich auf jeden Fall in der südlichen Region unterwegs bin. Man muss halt bei solchen Karten auch immer wieder aufpassen, inwiefern das politisch, ne, ob man da nicht irgendwo, ja, aneckt, ne? Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, das zu machen hier, ist mutig, finde ich gut. Und hier wird natürlich auch LKW gefahren, ne? Warum nicht? Ach, schön. Also ich fühle mich jetzt so, boah, schön hier in einer anderen Gegend. Nur das Gefühl, dass man, oder der Gedanke, dass man schon irgendwo in einer anderen Gegend ist, ist doch schon total geil. Tel Aviv. Da müssen wir jetzt hier abfahren. Dann gucken wir mal, wo uns die Reise noch hinführt. Ich habe jetzt keine Fracht aufgenommen, weil ich eigentlich nur mal hier das hier angucken möchte. Bezüglich der Reihenfolge kann ich euch gar nicht so hundertprozentig sagen, ob ich die richtig habe. Und wir werden zum Schluss uns das nochmal angucken, oder? Nein, das machen wir meine Mod. Ui, meine Mods vom machen wir das, ja? Machen wir das da? Ja, ich weiß es noch nicht. Ja, wir fahren jetzt einfach mal. Wollen wir die uns hier noch angucken? Können wir angucken. Ah. So. Tel Aviv, ist es die Hauptstadt von Israel? Jerusalem? Nee, Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel. Oder sagen sie, oder von. Ja. Müssen wir aufpassen. Ja, das ist halt wieder schwierig, ne? Was ist nur was, ne? Ah, schön. Fährt auch hier eine Eisenbahn? Das wäre ja noch genialer. Ja, hier so mit den Bergen und da hinten. Ja, jetzt hat man hier so einen ostdeutschen Blöcke genommen, ne? Ja, hier so gelb. Das ist ja alles so ein bisschen gelb-sandfarben, ne? So ein gestaltet. So, fahren wir mal rüber hier. Oh, jalla, jalla, jalla.
So oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ja, ich denke mal, hier könnte man durchaus mal ein paar Fahrten machen. Jetzt mal die Frage an euch: Mit was für einem LKW sollte man solche Fahrten hier machen? Eher mit so einem älteren LKW oder doch mit so einem moderneren? Ich weiß nur, wo ich dieses Jahr in Ägypten war, dass die LKWs dort unten doch sowas von zu gepimpt war. Also so mit Lichtern und es war schon sehr beeindruckend. Bloß, man ist ja dann in so einer Hotelanlage, man kommt ja eigentlich gar nicht raus, nur wenn man mit diesem komischen Bus vom Flughafen zum Hotel gefahren wird, sieht man ja von dem Land eigentlich gar nichts. Ja gut, wir hatten nur eine Woche und die Woche haben wir wirklich dann auch mal genutzt, um mal zu entspannen. Und dieses Jahr ist dann ein weiterer Kinnurlaub mehr angesagt. Ja, ich werde ausgelacht. Also, wenn ihr da noch ein paar andere Informationen habt, dann könnt ihr die gerne hier unten in die Kommentare reinschreiben. Falls ich irgendwo mal falsch gelegen habe, kann ja durchaus mal möglich sein. Man kann ja nicht alles wissen, ne? So, jetzt werden wir mal abfahren. Jetzt werden wir richtig in die City von Jerusalem fahren. Und das ist ja auch immer so ein Augenmerk, wo sich vielleicht auch SDS was abgucken kann. Die Städte, ne? Das ist halt willkommen. Das erste Mal in Jerusalem. Also wenn ich an Israel denke, denke ich nicht nur immer an die ganzen Konflikte, sondern dann denke ich doch ab und zu mal an Eis am Stiel. Wer kennt das? Wer kennt das Eis am Stiel? Dann schreibt es unten in die Kommentare. Hier ist Polizei. Oh, ich muss hier rüber. Hier ist ein Checkpoint. Ach so, was ich noch sagen wollte, ja. Hier hat man ja so einen Checkpoint. Was hättet ihr ein Problem, wenn da jetzt Fahrzeuge stehen würde? Also gepanzerte Fahrzeuge und Militär? Also, ah, man hat schon Militär hier. Ei, da hat sich das ja erledigt. Also, cool wäre es natürlich, wenn man jetzt so gepanzerten Fahrzeuge hier zu stehen hätte, ne? Die müssen jetzt nicht unbedingt Waffen. Hier steht Security. Damit. Ja, Security ist auch gut. Obi ist auch gut. Aber hier so ein gepanzertes Fahrzeug oder so, muss jetzt nicht unbedingt mit Waffen sein. Aber, ja, warum nicht? So, wir werden jetzt nochmal ein bisschen in die Wüste fahren. Darauf habe ich ja richtig Bock. Ob es dann solche Features gibt wie Sandstürme, wie damals im American Truck Simulator, da hatte ich ja wirklich mal so ein so ein Sandsturm gehabt. Das war schon, das sah schon richtig heftig aus. So, Wüste, willkommen in der Wüste. Oh, mal sehen, wo wir jetzt sind. Weil wir fahren jetzt einfach bis zu der nächsten Stadt und dann gehen wir nochmal aus dem System raus. Hoffentlich ohne große Probleme. Und dann werde ich mich auf jeden Fall dort mal ein bisschen hinsetzen und ein paar Videos machen hier aus der Region. Das wird immer so ein teils-teils sein, ja. So. Maximus ab in die Wüste. Ja, hupeli hupeli. Dann fahren wir da vorne erstmal rum, stellen unseren LKW ab. Ist ein großer See. Was ist das für ein See jetzt hier? Der Haifa-See oder wie? Ah, das ist jetzt, das ist für mich jetzt auf jeden Fall ordentlich Wüste hier, ne? Also, da kriege ich ja ordentlich mal. Das finde ich jetzt mal richtig geil. Einfach mal mit einem Euro-Truck-Simulator durch die Wüste fahren. Da ist eine Kontrolle. Ich weiß nicht, in welches Land es da geht. Ich kann diese ganze... Die King Hussein Bridge. Naja. Jericho, das kenne ich doch auch aus den Nachrichten. Erstmal irgendwo gegengefahren.
Hier Tesla-Autos oder was ist das? So. Ja, also manche Städte kennt man dann schon aus den ganzen Nachrichten, ne? Na, da muss ich aber jetzt mal sagen. Würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt hier den Motor aus, gehen raus und wie gesagt, wir gehen noch mal ins Menü rein, um zu schauen. Ich speichere das immer noch ab. Wir gehen mal jetzt ins Hauptmenü, ja, zum Profil und gucken uns einfach mal die Mods an, ja. Das habe ich euch ja versprochen. Wir gehen jetzt auf Map. Wo haben wir hier Map, 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 Map? Ach, hier. Ach, falsch. Irgendwie spinnt die Maus. So. Das sind zwei Dateien. Einmal eine Dev und einmal für die ganzen Assets, ja. Und ich gehe mal hier rein. Hier steht explizit nochmal Going East, Skandinavien, Viva de France, Italien und Baltic Sea. Diese DLCs braucht ihr. Ja, sonst funktioniert das nicht. Ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe erst die Dev-Datei, also als erstes, also mir wurde damals gesagt, von unten nach oben, so wird das geladen. Dann habe ich die normale Dev und diese ganzen Assets habe ich vor diesen Assets gemacht. Wenn ihr da eine richtige Reihenfolge oder ihr sagt, das ist die richtige aller richtigen Reihenfolgen, dann könnt ihr gerne das mal aufschreiben oder besser gesagt, ja, unten reinschreiben als erstes oder Reihenfolge von unten, ja, erst das, 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 das oder ob das jetzt alles so okay ist. Das ist, wie gesagt, jetzt meine Reihenfolge. Kann sein, dass hier vielleicht irgendwas umgemuschelt wird oder die Assets hier unten noch rankommen. Aber ich denke mal, so könnte es durchaus richtig sein. Ich würde aber jetzt hier Feierabend machen. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne ja ein Däumchen da lassen oder, falls einer es noch nicht gemacht hat, ein Abo. Und welchen LKW wir fahren können als nächstes Mal. Oder welche Strecken wir dort unten mal fahren. Na, mit dahin. Und mit diesen Worten mache ich jetzt wirklich erst immer einen Fisch. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye bye.